Ja, moinsen zusammen und herzlich willkommen zurück im nächsten Part vom Demon Hunter. So sieht's nämlich aus, meine Leute. Ich habe meinen Kaffee dabei. Hier, Prost. Und ja, wir müssen jetzt noch die Quest für den Dungeon annehmen. Mal gucken, was Farondis zu uns Es sagen ist wird. unser Fluch, die Ewigkeit als Geister zu verbringen. Erfahrung 128.000, das ist so heftig, Mann. So geil. Okay. Xamatul, Kriegsherr Pajesh, haben wir es richtig gemacht? Ich hoffe es. Hat sich in den magischen Vortex gleich da vorne gestürzt. Er ist zu einer Insel vor der Küste im Südosten zurückgekehrt, wo Königin Ashara weitere Truppen zusammenzieht. Die Königin schäumt vor Wut. Dass wir uns in ihr entgegenstellen. Sie beschwört gerade eine Monstrosität, die als ihr Zorn bekannt ist. Um uns für unseren Widerstand zu strafen und die verheerten Inseln untergehen zu lassen. Junge, Junge, ihr müsst Asharas Zorn besiegen, bevor die Königin ihn entfesselt und uns alle vernichtet. Jawohl. Okay. Annehmen. Möge die Macht des Arkanen mit uns Das sein. machen wir. Aber nicht heute. Das machen wir in der nächsten Folge. Vielleicht auch erst in der übernächsten Folge. Ich muss kukern, Leute. Ich muss kukern. So, erstmal holen wir uns das Erz. Weil Dungeons dauern halt immer ein bisschen länger. Manchmal sogar länger als eine Viertelstunde. Was? What the fuck? Kein Speedrun? Was soll der Scheiß? Will ich nicht mitgehen? Ba 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 ba. Kakak. Nee, ist so. Und weil ich morgens halt nicht so viel Zeit habe. So für ein Part halt, ne? Hä, wieso bin ich im Fight? What? Ach nö. Wieso gehe ich denn dann vom Mount? Ich voll Depp. Also ehrlich, da bin ich ja dumm gewesen. So, immer noch im Fight? Ach komm schon, ich brauch so. Ah, jetzt. Muss ich mal sehen, ob ich das irgendwann irgendeinen Nachmittag mal aufnehme, wenn ich Zeit habe. Und, Teufelsschiefer, Erz, Vorkommen, Gedönse. Und, ja, da mal ein bisschen nachholen werde. Das heißt, es kann jetzt hier jederzeit random reingespielt werden. Ach komm. Was ich halt immer schade finde, wenn ich so das random reinballer, aber ist halt nicht vermeidbar, würde ich jetzt mal so behaupten. Gut. So. Wir gehen jetzt mal zum. Was ist denn das hier überhaupt? Infiltriert die Schiffsbruch-Arena. Jawollo, Alter. Fighten, was ist los? Wir machen alle so kaputt. Aha. So, Gottes Willen, ey. Ja, sterb, ey. Laber nicht. Oh, ich hatte gestern. Das muss ich euch erzählen. Ich hatte gestern einen richtig beschissenen Tag. Weiß nicht, wieso das alles an einem Tag passiert ist, aber, ey. Das ging überhaupt nicht. Also ich habe ja sowieso erstmal Probleme, müsst ihr euch wissen, mit PowerPoint. PowerPoint ist ein Programm, was mich halt die ganze Zeit verarscht. Ja, es verarscht mich die ganze Zeit. So richtig derbe. Ne? Und ich habe sogar damals meine Abschlussprüfung und meine Präsentation, meine Abschlusspräsentation als IT-Systemelektroniker nicht in PowerPoint gemacht. Was dich schon verwundert hat. Nee, ich habe das auf Folien gemacht, schön mit dem alten OH-Projektor, ne? Schön an der Wand. Oh, bing, richtig geil. Ja, hat mir persönlich natürlich richtig gut gefallen. Und ja, was soll ich sagen? Da gehen wir gleich weiter drauf ein. Ich muss ja jetzt erstmal hier lesen. Ne? Wir wollen ja wissen, was passiert. Wir merken uns, PowerPoint ist scheiße zu mir. So. Sehr gut, dann fangen wir an. Wenn wir hier ausbrechen wollen, müsst ihr euch als Grubenkämpfer ausgeben. Genau wie wir anderen. Aber ihr seid doch Grubenkämpfer, oder nicht? Die werden euch nicht einfach hier herumlaufen lassen, wie es euch gefällt. Dazu müsst ihr zuerst mit Boss Walplauze sprechen. Die Riesen haben hier zwar das sagen, aber in Sachen Grubenkampf ist Wahlplauze der Chef. Er spricht etwas südlich von hier gerade mit seinen Untergebenen. Ach so. Seht euch mal Ja. an.
Machen wir. Aber erstmal gucken wir hier rein. Hier haben wir nämlich noch Erz. Erz, 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 Erz. Gut. Also, PowerPoint ist scheiße zu mir. Dann bin ich jetzt gerade dabei, eine PowerPoint-Präsentation zu machen für nächste Woche Montag. Also ich hatte insgesamt arbeitstechnisch, also Arbeitstage, viel Arbeitstage Zeit oder werde noch, ne, ist ja noch in der Zukunft, ist ja noch nicht vorbei, diese PowerPoint-Präsentation zu zeigen. Das heißt, ja, alles zusammenstellen, alles fertig machen und dann noch präsentieren. Das heißt, Sachen auswendig lernen, beziehungsweise Kärtchen schreiben und ihr wisst das ja, wie das geht, ne? So, das ist meine Aufgabe im Moment. Jetzt gehen wir erstmal hier drauf ein. So, ja gut, Wahlplauze, ne, ist ja schon hier so ein See. Was sind das hier? Seehunde? Ja, schick. Was macht so ein mickriges Blut... oh Gott, was ist denn heute los? Was macht so ein mickriger Blutelf denn hier? Oh, wir werden viel Spaß dabei haben, euch euch zu Köderfleisch zu verarbeiten. Boss Wahlplauze ist klasse, euch zu treffen. Wollte euch nur wissen lassen, dass ich heute Abend der Arena-Champion sein werde. Okay. Was schreien die denn? Ah, hier Wahlplauze. Da liegt ihr falsch, Köderfleisch. Und wie falsch ihr da liegt. Wo kommt er denn her? Ach so. Was geht denn jetzt ab? Ey, das müssen wir unbedingt lesen, Alter. Was? Da liegt. Was? Falsch. Und wie falsch ihr da liegt. So, jetzt kommt Kim. Wie bist du? Kim Bruder kommt hier. Das ist er. Wahlplauze, was ist hier los? Dann kommt hier Wahlplauze wieder. Seht ihr diese Klinge? Die werde ich euch in. Was? In den. Warte, was? Ich habe doch gesagt, keine Plaudereien mit gegnerischen Grubenkämpfern. Hört auf zu flennen. Euer Kampf steht bevor. Oh. Jetzt muss er kämpfen oder was? Da. Wie geil. Ich werde euch erwischen, Zermatul. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Okay. Krasse Schitte. So. Also ging ich heute Morgen, oder ja, noch gestern Morgen, ne? Gestern Morgen an meinen Rechner und muss abspeichern, also muss wieder mal abspeichern. Ah nein, jetzt habe ich. Ah, wir müssen uns das gleich durchlesen. Ich laber jetzt erstmal. Muss erstmal abspeichern und das Problem war dabei, als ich den Rechner wieder hochgefahren habe, weil ich ja abspeichern musste und neu starten musste, war es so, dass auf einmal meine ganze Präsentation weg war. Richtig geil, oder? Aber ich habe gespeichert, denn er hat nämlich die erste und die letzte Seite noch übrig. Also was ist das für eine Scheiße? Die erste und die letzte Seite. Keine Tempdateien da, also hier alle Profi, Microsoft Office User. Es war nichts mehr da, weil der Rechner ja neu gestartet haben musste und so eine Scheiße. Von daher, meh. Des Weiteren bin ich gerade dabei, wieder, also nachdem ich dann alles wieder selber hergestellt habe, haben musste. Ging es dann los, dass ich eine Grafik einfügen wollte, ja, und dann der Bildschirm oder beziehungsweise der Rechner einen Bluescreen verursacht hat. Richtig geil, oder? Richtig geil. Und das alles an einem Tag, ja. Und dann kommen noch ein paar andere Sachen von unserem E-Mail-Konto dazu, wo ich keinen Zugriff mehr drauf hatte, weil keine Ahnung, es wurde noch nicht geregelt. Aber im Endeffekt war der ganze Tag, glaube ich, nur aufarbeiten, was ich den Tag vorher gemacht habe. Und mich aufregen, weil nichts funktioniert. Richtig geil. Richtig, also sowas Behindertes habe ich noch nie mitgekriegt. So, jetzt müssen wir erstmal gucken hier. Was ist das? Den Gnatzelfiddeln. Geil. Da ist er. Wir haben nicht viel Zeit, um euch vorzubereiten, aber die Arena-Kämpfe sind die beste Möglichkeit, euch mit den Riesen gut zu stellen. Dieser warmherzige Riese, der da drüben gerade gegen Kimruder verliert, heißt Hektiv. Oh, das ist ja an sich. Ach, Hektiv. Ja, das Heck hängt tief. Ja, okay. Wenn ihr seinen Hosen-Champion besiegt, wird ein Platz für euch in seinem Team frei. Der Knatzelfiddler scheint gerade ein Päuschen einzulegen. Jetzt könnt ihr dem Affen so richtig einen auf den Pelz geben. Jawohl, geil. Was? Nein, nicht abbrechen. Ah, ich wollte die gerade annehmen. Was? Wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr. So.
Dann zeigen wir doch mal dem, wo der Affe die Flöhe hat. So. Ah. Was geht? Nein, also worauf ich hinaus wollte, ist es natürlich stressiger gestern gewesen, als das, wie ich es gerade erzählt habe. Aber ihr müsst dabei wissen, dass ich zu Hause, wenn ich jetzt hier mal schön aufnehmen möchte, beziehungsweise mit dem guten Craft hier bei 4.3 oder Dead Space 3, ja, also immer irgendwas uns aufhält bei mir, beim Rechner, weil es irgendwelche Probleme gibt. Immer so Kleinigkeiten. So, was weiß ich, der Sound wird leise, ne? Das ist ja immer noch so, dass der Sound leise wird, wenn irgendeine Action passiert und so eine Scheiße. Wir alle schon alles Mögliche eingestellt haben, aber nichts passiert. Nichts kommt dem entgegen und ja, es muss ich leider damit leben. Na gut. Oh, er hat uns beleidigt. Knatzelt euch, Alter. Oh. So, was haben wir denn noch? Waffen. Da, Waffenvorräte. Wir müssen für Ablenkung sorgen, um an Prinz Oceanus heranzukommen. Denken wir gerade das Gleiche. Seht ihr den schläfrigen Dahu da drüben? Er bewacht all die Waffen, die die Riesen aus unseren Schiffen gestohlen haben. Damit können wir den Rest der Grubenkämpfer bewaffnen, die in den Höhlen gefangen gehalten werden. Ihr müsst nur an diesen Riesen vorbeikommen, ohne ihn aufzuwecken. Okay, das war, glaube ich, mit einfach nur gehen, ne? Einfach nur gehen. Gucken wir doch mal. Oh, da schnarcht er, Alter. Was ist los? Ja. So sind sie. So, da sind wir da an der Truhe. Yeah, baby. So muss das. Macht er so oder so auf, ne? Ja. Falsche Richtung, Digga. Ja, genau da. So, hallo. Da bin ich wieder. Achso, ja, müssen wir ja natürlich auch wieder wegmachen. Das wird ganz schön langweilig hier, ne? Nur ein Gehen alles, nur ein Gehen, ne. So, ohne Vorbereitung, wir bekommen einen Finger. Nice. Hammer? Ja. Hammer. Und Erfahrungspunkte. Ja, Erfahrungspunkte sind wichtig und nützen uns allen was. So, reingeballert. Weil der aufgewertet war, ne? 7,69, ne? Ja. Okay, gut. Wir haben's und ich möchte weitermachen, mein Bester. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Da ihr den Knasselfiller besiegt habt, ist Platz für einen weiteren Grubenkämpfer im Team von Hektiv. Ihr solltet versuchen, sein Champion zu werden. Dann werden die Riesen nicht weiter darüber nachdenken, warum ein Fremder plötzlich kommt und geht, wie es ihm beliebt. In der Zwischenzeit werde ich für etwas Chaos sorgen, damit wir Prinz Oceanus angreifen können. Okay. Und ich darf hier einfach jetzt rein, weil hier liegt doch noch ein Erz. Hallo? Ah, da. Nice. Irgendwas war doch hier. Irgendwas konnte man doch hier machen. War hier nicht irgendwas, was man hier kaufen konnte oder so? Was man kaufen musste? Ich weiß es nicht mehr. Da kommen wir bestimmt zu einer Quest noch hin. Wollen wir wetten? Ja. Ich bin wieder zu voreilig. So, wir müssen erstmal da hinten hin, aber es gehen aufs Mount, ne? Das ist halt viel zu weit weg hier. So, na. Gut, hallo. Oh, hier siehst du, hallo. Was kann ich denn für euch tun, kleiner Blutelf? Ihr seid es. Das hat mir gut gefallen, wie ihr reingekommen seid und es gleich mit Wahlplauze aufgenommen habt. Dieser kleine Tusker hat es nicht besser verdient. Ich weiß schon, dass ihr für mich in der Arena siegen werdet. Ja, sehr gut, wenn du das schon weißt. Oh, ein Rezept. Aus eurer Warte sieht es vielleicht ganz gut aus, aber wir verlieren. Aber
Fürchtet euch nicht, mein kleiner Blutelf. In der Höhle der Champion ist die, was, Knatzelfiddlerin, die Schwester vom Knatzelfiddler. Sie bereitet dort gerade ihr weltberühmtes Soldatenfutter zu. Damit können wir die Moral unseres Teams entscheidend steigern. Ihr müsst sie einfach nur überzeugen, es rauszurücken. Ach, sieh an. Deswegen wusste ich, dass ich da was holen muss. So, aber gefuttert wird später, würde ich mal sagen, im nächsten Part, Leute. Und von daher, ja, bleiben wir im Trockenen. Bisschen feucht hier drin, aber ansonsten geht's. Ne? Kann man ja überleben hier die 2-3 Tage. Und sehen uns im nächsten Part. Macht's gut. Bis bald.